der Liga und dem Duell mit Borussia Dortmund, das Duell um den Meistertitel. Dortmund muss gewinnen, damit sie wieder rankommen, dann sind es nämlich noch 7 Punkte. Gewinnen wir, sind wir mit 13 Punkten weg und sind Meister. Das ist ganz klar. Das ist die Aufgabe. Wie gesagt, wir brauchen nur gewinnen. Leverkusen ist gerade unwichtig, es geht jetzt rein nur um unser Spiel. Danach geht es im Pokal gegen Frankfurt. Aber das dürfen wir jetzt auch nicht ein bisschen außer der Fach lang. Ausgerechnet bei Borussia Dortmund. Da haben wir in der letzten Saison nämlich verloren 1-0. Willkommen zu der Pressekonferenz. Wir beginnen jetzt mit den Fragen. So, ja, die Spieler wollen auf jeden Fall den Triumph, gerade weil es ausgerechnet bei Borussia Dortmund ist. So, 4-0 oder 4-1 war der nicht riesig. Danke für Ihre Fragen. Das war's für heute. Bis zur nächsten Pressekonferenz. So, genau. Und es geht. Ich hasse das. Wenn immer zwischendurch Nachrichten reinploppen, wenn man nicht weiterkommt. Ich weiß, dass das finanzielle Wachstum und alles drum und dran, das haben wir ja relativ gut hinbekommen von der Truppe, die eigentlich mehr oder weniger aus No-Names bestand, beziehungsweise aus Jugendspielern betreibt, haben wir als echt zu einer guten Truppe durchgearbeitet. So ist es richtig. So, auf jeden Fall jetzt erstmal nach Dortmund. Wir wollen heute den Titel klar machen. Los geht's. So. Dauert jetzt einen kleinen Moment. Jetzt. So, langsam spitzt sich das Titelrennen zu. Heute kann sich eigentlich keiner eine Niederlage leisten. Wir freuen uns auf Borussia Dortmund gegen Schalke 04. Wobei wir eigentlich schon eher, klar, es ist ein Derby, aber wir könnten es die Niederlage tatsächlich schon eher erlauben als die Dortmunder. Regenwetter in Dortmund, keine optimalen Bedingungen hier im Signal Iduna Park, aber wir begrüßen Sie natürlich trotzdem sehr herzlich zu dieser Partie. Am Mikrofon sind natürlich auch heute wieder Wolfuß und der Kollege Frank Buschmann. Und es ist das Spiel, in dem die Gäste Meister werden können. Borussia Dortmund gegen Schalke 04. Die Gäste stehen heute vor dem ganz großen Triumph. Es winkt der Gewinn der Meisterschaft. Und da muss der Trainer der Mannschaft gar nicht mehr viel auf den Weg. Jeder weiß, worum es geht. Die Jungs sind natürlich top. Und so tritt der BVB heute also an. Wir sehen bei ihm heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Da haben wir die Anfangs nochmal
Situation der Schalker. Im Tor ist Manuel Neuer. Stefan Savic spielt mit Nico Elvedi in der Abwehr. Und vorne drin sehen wir bei ihnen zu Spielbeginn zunächst mal nur einen Stürmer. Eben, ja, ist Lucas Alario. Heute zumindest mal auf der Bank. Mal gucken, ob er noch heute kommt. Auf geht's, Derby! Ja, man muss gewinnen, um wieder ranzukommen. Die Schalker müssen gewinnen, um Meister zu werden. Einwurf, Blaweiß. Und der Ball ist weg, das war unnötig. Ja, was? Nee, wir haben's. Alles gut, wir haben ihn schon wieder. Lucas Alario. Ja, Ballverlust. Ja, Nikola, schade. Firpo. Junior Firpo. Geht jetzt auf Firpo. Jetzt also bei 200 Siegen. Das ist ein echter Meilenstein. Wir fallen auch alle nur ganz wenige Trainer ein, die das geschafft haben. Und da sind wir dann schon in einem sehr ausgesuchten Kreis von Trainern. Richtig, Wolf. Also. Sozusagen die Trainer. Hazard! Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Die erste Chance haben die Gäste. Die wollen es, wie gesagt, heute nach mal wieder richten. Und da verlieren sie den Ball. Irgendwie wollen sie es heute klar machen. Die kleine Rache damals für das Spiel 2000. Und jetzt gehen sie über die Flügel. 10. So, jetzt Wolf. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Ah, das war zu einfach. Du auch. War Wolf übrigens. Das war, Agu war es. Firmino. Du einfach, Savic. Baku. Er könnte hier heute Richter. Tragender Akteur werden. Wie wichtig er für sie ist. Und die Schalker mit dem Beginn 1 zu 0, bleib aus. 20. Minute, 0-1. Momentan sind die Schalker Meister. Lucas Alario. Da kommt dieses Tor nochmal. Zuerst der Ball nach hinten und dann sind zwei Mann völlig frei vor dem Torhüter. Was will der da machen? Keine Chance. Tor Nummer 16 für ihn. Die Schalker da mit vorne. Tor für Schalke 04. Die Nummer 13. Der Titel ist in Reichweite. Lange ist nicht mehr zu spielen. Ist das eine Spannung hier? Oh, da dreht Marius Wolf ein. Den lässt er gleich zweimal stehen. Dann hat er die Lücke frei. Und dann ist es dann der Roni, der erzählt. Und festgehalten. Klasse gemacht. Wolf. Nikola Vlahovic. Pablo. Sie bekommen eine Ecke. Wie sieht das Wetter aus, Buschi, heute? Nimmt das Einfluss aufs Spiel? Ja, also ist schon möglich. Der Ball wird bei Regen natürlich schnell und da rutscht einem Torhüter auch gern mal einer durch. Also die beiden Keeper müssen höllisch aufpassen. So, jetzt ist mal kein Foul. Ja, war super. Da müssen Sie aufpassen. Richter. Lucas Alario. Hazard ist da. Hazard mit dem Zuspiel, Gegner dazwischen. Ja, passt. Bei der Ballbesitzstatistik erkennen wir bislang klare Vorteile. Aber wenn Sie aus dieser spielerischen Überlegenheit keine guten Chancen erarbeiten, dann bleibt für diesen Rückstand. Über den tun Sie sich schwer. Also Schalke da dran und die gehen auch hier weiter fest mit drauf. Baku. Das könnte vielleicht was werden. Flanke für Hazard. Nein, er kann diese Chance nicht nutzen. Ah, den Kopfball hat er nie richtig unter Kontrolle bekommen. Da fehlt doch einiges und er wird sich ärgern. Nächste Chance. Schalke wird hier. 41. Minute. Das ist Ramsey. Haben die Haller verkauft?
Oder was ist jetzt los? Jadon Sancho. Oder das Tennis spielt. Jetzt vielleicht der BVB. Geht kann, er, hat kann er auch nur verletzt sein. Vlasic. Ganz stark gemacht. Das gibt Neuer. Neuer. Wichtig, dass Neuer den hält, aber die Chance natürlich da. Eine kurze Ecke. Paulo von Hals. Ganz stark abgeblockt. Dortmund mit einem Tor hinten. Probier's. Gute Chance aber jetzt bei dieser Ecke. Pause. Pause in dieser Partie. Und wenn alles so weitergeht, dann werden sie heute die Meisterschaft feiern können. Und das wirklich schon heute. Das wäre ein Riesenerfolg. Aber wir sehen ja, es ist wirklich eine klasse Mannschaft, die hätte sich diesen Erfolg auch verdient. Sie müssen jetzt nur konzentriert bleiben. Erste Hälfte läuft. Dortmund mit dem Anstoß. Oh, da ist er durch. Ball kommt aufs leere Tor. Da waren sie erfolgreich. So, auf jeden Fall mal weiter geht's in der Halbzeit 2. Ein guter erster Spielabschnitt der Gelsenkirchner. Richter. Ja, vielleicht versuchen wir das nochmal. Firpo ist jetzt ein bisschen da hinten an. Kann er mit in den Zweikampf kommen? Der wäre gut Ecke. Gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Jetzt können sie nachlegen. Gibt Ecke. Die Ecke kommt rein. Klasse von Torwart. Der pariert diesen Ball. Ach du. Junior Firpo. In der Bundesliga steht dann bald das nächste Spiel an. Für Borussia Dortmund. 1-0 für den Ballwert. Firpo Arnold hinterher. Jetzt aber mal die andere Seite. Firpo immer in der Defensive, jetzt ist er noch offen. Sie kommen, sie versuchen es. Noch liegen sie hier natürlich. Oh ja. Die Flanke hat er. Was ist das? Gibt Einwurf. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Marco Richter. Lucas Alario. Ah, ärgerlich. Ball zu einfach. Dortmund wird aber ein bisschen drin und kommt im Duell. Er geht vorbei am Verteidiger. Er blockt die Hereingabe ab. Hallo, jetzt wissen wir, mit wem es Schalke als nächstes zu tun bekommt. Frankfurt, Heimspiel, aber ja, es geht Pokal. Gegen Frankfurt im nächsten Spiel und es ist wohlgemerkt das Halbfinale im deutschen Pokal. Und wir schauen mal, es ist eine Partie, die Pettel mit Pettel. Ein Bundestraining in der Spielstand und nicht mehr viel Zeit, wenn Sie hier noch was heißen wollen, dann müssen Sie... Richter, Kim Pembe kommt überhaupt nicht in den Zweikampf. Sind den Richter an, es geht der Elfmeter und das könnte der Titel sein. Er zeigt auf den Punkt, es gibt Elfmeter. Und eine Karte gibt es oben drauf, aber nur die gelbe, da war der Schiri gnädig. So, und jetzt um das Ganze nochmal ein bisschen anzuheizen, wechsle ich. Es kann natürlich auch böse schief gehen, natürlich, klar. Marco Reus sein und lass ihn den Elfmeter schießen. Die Verantwortlichen dürften zufrieden sein. Sie liegen vorne mit dem Wechsel, will man nun sicher auch für Absicherung sorgen. Die Nummer 21, Marco Reus. Geht schief? Nein! Er macht es! Er tut seiner alten Liebe weh! 2-0 Marco Reus. Den Elfer hat er ganz cool verwandelt. Den Elfer hat er ganz souverän verwandelt. Marco Reus, Fußballfan. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Wieder, das hätte auch ganz, ganz böse ins Auge gehen können, wenn der nämlich verschossen hätte. Der hat dann gesagt, oh, das war zu viel gespielt. Klapper, Tor zum 3-0, 2-0. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für
für Sie. Die Nummer 21. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Oh, das gibt einfach für die Blauen. Das geht. Jetzt kommt der Wechsel. Die Nummer 2. Junior. Ich will es noch nicht beschreiben. Aber wenn sich hier nichts mehr ändert, sind sie Meister. Das sieht alles schon sehr, sehr gut aus bis hierhin. Sie machen das richtig gut. Oh, tut der Herrmann großen Liebe Borussia Dortmund nochmal weh. 0:3. Herzlichen Glückwunsch. Wir sind wahrscheinlich Meister. Dortmund. Saul. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Alario. Chance auf den Konter. Ah, das war bitter, das Gepimmel da ein bisschen mehr aufgepasst hat. Gelegenheit für den BVB. Zu früh gestartet oder kann der Pass zu spät? Egal, so oder so, es ist abseits. Und jetzt wollen sie wechseln. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Art hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Das Spiel ist durch. Da lege ich mich fest. Und sie gewinnen hier dann auch verdient. Sie waren einfach überlegen. Marco Reus am Ball. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Chabushi, es sieht nach einer herben Niederlage aus. Wie ist deine Einschätzung? Man kann nicht schönreden. Der BVB steuert auf eine herbe Niederlage zu. Ungewohnte Schwächen in allen Bereichen. Das heute, Wolf. Das war schwach. Ja, 2 Minuten Spielzeit kriegen wir jetzt noch. Roberto Firmino. Da kommen sie in Ballbesitz. Sehr gutes Tackling. Das ist es! Das ist der Schlusspfiff und das ist die Meisterschaft! 3-0 nur. Ich wollte auch das vierte noch geben. Aber irgendwie haben die gesagt, nee, das ist heute nicht. Was? Aber egal. Meisterschaft nochmal. An Anhängern, die hier mitgefahren ist. Tausende haben sich Karten besorgt. Wunderbare Bilder jetzt hier auf dem Rasen und auch hier oben auf den Rängen. Das haben sie sich verdient. Ich glaube, diesen Moment wird man wieder eine Kamera so schnell vergessen. Erste Hälfte läuft. Dortmund mit dem Anstoß. So. Verdient ist es definitiv. Ich wollte, wie gesagt, eigentlich noch schön auf das vierte gehen, aber man wollte das Spiel nicht. Wollte die Dortmunder nicht. Gehen wir kurz ins Interview nach dem Spiel. Danke, dass Sie so kurz nach Abpfiff vor unsere Kamera gekommen sind. Den ersten Titel haben wir schon mal. Gut, hat der Elfmeter gemacht, hat den Tor, den Treffer, hat den 3-0 Siegtreffer gemacht, hat eigentlich sind beide Tore gemacht dann noch. Moment, wir sind noch nicht ohne Niederlage. Wir haben in München verloren, wir haben in Hamburg verloren. Und ich glaube, wir haben in der Hinrunde auch ein Spiel verloren. Aber eigentlich, man kann sagen, ja, 7 Spiele umgeschlagen. Danke für dieses Gespräch. So, das Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt sehen wir uns dann morgen an um 14 Uhr, um 18 Uhr natürlich. Und da freue ich mich, wenn ihr dabei seid wieder.
Und dann wollen wir ja auch ins Finale, in den DFB-Pokal. Den Titel wollen wir ja auch noch haben. Bis dahin und tschüss. Thank you.